Hi, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute hier in diesem Video geht es um meine Morgenroutine und ich hoffe sehr, dass ich dich damit inspirieren kann, eventuell eine eigene Morgenroutine zu erschaffen. Vielleicht möchtest du ein paar Dinge übernehmen, du kannst auch ein paar Dinge abwandeln. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Anschauen. Und ja, vielleicht möchtest du diesen Versuch auch machen und mit einer Morgenroutine im Jahr 2020 deinen Tag beginnen. Heute ist ein wundervoller Tag, der mir gegeben wurde. Ich erlaube es mir, in jedem Moment zu strahlen und lade die Liebe zu allem ein, was ich tue. Ich vertraue meiner Intuition, ich vertraue mir selbst, ich verurteile andere nicht und bin stattdessen voller Liebe. Ich beginne jeden meiner Tage mit genau diesen Worten. Danach gehe ich in die Küche, mache mir einen Tee und trinke ein ganz großes Glas Wasser, um meinen Flüssigkeitshaushalt wieder aufzufüllen. Meistens mache ich mir Ingwertee oder Zitronenwasser oder aber ich gieße mir einfach Kräutertee auf. Je nachdem, auf was ich gerade eben so Lust habe. Danach gehe ich ins Bad, putze meine Zähne und lasse mir nochmal ganz, ganz eiskaltes Wasser übers Gesicht laufen. Denn ich liebe einfach dieses Gefühl und kann dadurch richtig, richtig wach werden. Und dann mache ich etwas, was super, super wichtig für einen gesunden Lymphfluss ist in unserem Körper. Nämlich Trockenbürsten. Ich habe mir so eine Trockenbürste im DM gekauft und damit bürste ich einfach meinen ganzen Körper immer Richtung Herz. Trockenbürsten ist nämlich super für die Entgiftung. Es massiert das Bindegewebe, es hilft Toxine auszuschalten, regt die Blutzirkulation an und entfernt natürlich alte Hautschuppen. Ist also super für eine ganz, ganz frische, strahlende Haut und dient gleichzeitig natürlich auch noch als Peeling. Danach nehme ich mir ein Buch, in dem ich gerade dran bin. Ich habe mir vorgenommen, 2020 pro Woche 2 bis 3 Bücher zu lesen. Hat bisher leider noch nicht so ganz geklappt, aber ein Buch pro Woche schaffe ich auf jeden Fall. Und ja, ich nehme mir dann am Morgen einfach so viel Zeit, wie ich habe, wie ich brauche, wie ich möchte, um weiter darin zu lesen. Dann nehme ich mir ganz kurz Zeit für meine Pflänzchen. Ich habe irgendwie in der letzten Zeit einen super grünen Daumen entwickelt und ich genieße das total zu sehen, wie die wachsen und wie die gedeihen. Und ja, ich genieße die kurz, schaue mir die kurz an und dann kommt eigentlich schon der Lieblingsteil meiner Morgenroutine, nämlich das Journaling. Beim Journaling macht man so eine Art Brainstorming. Man schreibt also einfach alles auf, was man gerade an Gedanken hat, alles, was einem in den Kopf kommt, und zwar wirklich komplett ungefiltert. Es wird alles aufgeschrieben, ohne Ausnahme. Ich schreibe meistens auf, für was ich dankbar bin, Ziele, die ich an dem Tag habe, Ziele, die ich vielleicht im Jahr habe, je nachdem, in welcher Stimmung ich gerade bin. Ich schreibe auch negative Dinge auf, Dinge, die mich von gestern noch belasten, Dinge, die mich heute belasten, irgendeinen Traum, den ich hatte. Und mir persönlich hilft das Journaling so enorm viel. Das ist so krass, was das für mich einfach bringt. Es ist eigentlich so eine Art Tagebuchschreiben, um Klarheit zu bekommen, um seine Emotionen einordnen zu können, um Gedanken zu reflektieren und somit immer mehr an sein optimales Ich heranzukommen. Jeder hat ja so sein optimales Ich, jeder hat ja so die optimale Vorstellung von sich selbst. Und um da näher heranzukommen, hilft mir das Journaling persönlich extrem viel. Ich liebe es wirklich zu schreiben. Manchmal ist das der Part in meiner Morgenroutine, der am meisten Zeit einnimmt, wo ich wirklich, ich könnte stundenlang da sitzen und einfach nur aufschreiben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass alles, was mich belastet, das lasse ich mit jedem Wort, das ich aufschreibe, irgendwie ein bisschen mehr los. Nach dem Journaling bin ich dann nämlich auch perfekt vorbereitet für meine Meditation. Ich habe ja all meine Emotionen und Gedanken schon niedergeschrieben. Ich konnte sie so viel besser loslassen und kann mich jetzt auch voll und ganz meiner Atmung widmen und einfach mal die Stille genießen, in Stille meditieren und ganz in den Moment kommen.
Danach mache ich meistens noch ein kleines bisschen Yoga und anschließend bereite ich mir dann mein Frühstück vor, weil ich da zu diesem Zeitpunkt meistens schon den ersten Hunger spüre. Wenn ich allerdings intermittierend faste, dann esse ich zu diesem Zeitpunkt am Morgen nichts. Ja, damit ist die Morgenroutine eigentlich auch schon fast erledigt. Das Einzige, was ich danach mache, ist mein Bett. Und dann gehe ich vielleicht noch mit den Hundis raus, je nachdem, ob ich die Morgenrunde laufe oder nicht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und vielleicht möchtet ihr gern Dinge übernehmen. Ich hoffe, ich kann euch eine Inspiration sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da und abonniert mich, dass ihr jetzt kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die nächste Woche, genießt den heutigen Tag. Ich hab euch ganz doll lieb.